Bei einem schweren Unglück mit einem Passagierzug und einem Reisebus sind in der Slowakei mehrere Menschen ums Leben gekommen. Rettungsdienste sprachen am Donnerstag von mindestens 5 Toten. 5 weitere Menschen seien verletzt worden. Der Zug war auf dem Weg von Prag nach Budapest. Rund 100 Kilometer von der slowakischen Hauptstadt Bratislava entfernt, prallte er mit dem Bus zusammen. Videoaufnahmen einer Augenzeugin zeigten, wie Teile des Zuges in Flammen standen. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Wie die Eisenbahngesellschaft ZSSK auf Facebook mitteilte, wirken sich die Bergungsarbeiten auch auf den Zugverkehr in den Nachbarländern aus.